Good morning. So today I will talk about meditation, because last Sunday I talked about meditation, but basic with the relaxation. Because now I'll talk a little bit meditation, but meditation I will not talk so much detail because it's methods. But I will talk, it's more important, sense of the meditation. You know, through this sense, then you can use a different method according with the instructions. Doesn't matter, different method you can, but the sense is very important. Method is just try to help you're able to meditate. But if you don't understand the sense, only blocked by the method, then doesn't give so much result. So you have to know the sense of the meditation, then you apply the method. So then gradually we can do very proper meditation. So I say proper meditation is actually according with the teaching or instructions by Buddha, following this, all the important masters, and more or less actually each school, even Tibetans, Theravadas, Mahayanas, they have a different way, but then, you know, like sense is very important, you know. Guten Morgen. Rinpoche wird heute weiter über Meditation sprechen. Am letzten Sonntag hat er schon über Meditation gesprochen, aber da ging es mehr um eine grundlegende Art, wie man sich entspannen kann. Und heute soll es nun um Meditation gehen, und zwar nicht unbedingt um die Methoden in all ihren Details, sondern um den Sinn von Meditation oder die Bedeutung von Meditation. Wir nutzen ja verschiedene Methoden, Meditationsmethoden, je nachdem, welche Unterweisung wir bekommen haben. Und da ist es sehr wichtig, dass wir den Sinn davon verstehen. Denn die Meditation wird dadurch unterstützt. Die Methoden sind ja letztlich nur eine Hilfe für unsere Meditation, damit wir diese entwickeln können. Wenn wir aber nicht verstehen, was der Sinn von Meditation ist und nur bei den Methoden stehen bleiben oder sogar davon blockiert werden, dann werden wir nicht so viele Resultate bekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Sinn von Meditation verstehen und dann damit die Methoden anwenden. Und so können wir nach und nach eine rechte Art von Meditation entwickeln. Und was ist eine rechte oder eine richtige Meditation? Da gibt es sehr viele verschiedene Anweisungen. Buddha hat Meditation gelehrt und alle wichtigen Meister und auch die verschiedenen Schulen folgen diesen Anweisungen. Und da gibt es verschiedene Methoden, je nachdem, ob es sich um tibetischen Buddhismus handelt, um Theravada, um Mahayana-Buddhismus. Da hat jede Richtung ihre eigenen Methoden. Was aber allen gemeinhin gleich ist, ist der Sinn oder die Bedeutung von Meditation. Und dieser Sinn, den zu verstehen, das ist wirklich von großer Bedeutung. En lien avec le Mahayana, le grand véhicule, ou encore en lien avec des traditions tibétaines, de toutes les écoles du bouddhisme tibétain, il y a une grande variété de méthodes proposées, mais le sens est ce qui est capital, est ce qui est vraiment important. So now, sense of the meditation in the Tibetan language, we're using shini, you know.
remain with the peaceful. So what does it mean actually? Shiva means peace, ne means remain. So now a question, so what is why saying is peace, Shiva, you know? Means actually we have so many information in our mind. So due to this, we are lose the, like example, lose the center of the quality of the mind, you know? All the informations are cover our, draw our mind, and your, like original, your nature is covered by the, all the idea and information and knowledge, all this is covered. So due to this, mind dispatch everywhere, so cannot go back to the your original quality, you know. So therefore, peaceful means not let distract by the all the ideas. Not say only negative, good idea, bad idea, whatever. Like we are when we are instantly, we are kind of influenced by the thoughts. Cause of influence by the thought is so many things are in this world. I'm not talking about the negative things, just both negative, positive, both. So many things. So mind has no space, no peace. So therefore, first, emphasizes mind is not kind of draw by all ideas. That means peace, because not peace, like wind. When you blow the wind, all the leaves are moving. So don't let move, so means not following the wind. And nepa means remain. So this just not like just one idea, one instance, not like this. Could remain, this remain, habit of the remain, we build, you know, continue able to remain. So then what will happen is when your mind is peaceful, not kind of interrupt, then through the peaceful, you can see really deep your own nature. So when you see deep nature, sometimes instantly you a little bit feel, but still again we go the procedures of the normal ideas. So if you could see a little bit deep nature, so there is one very clarity. This clarity gives a much more knowledgeable in a state of mind. But in order to have knowledge, according with the Buddhism, we listen to the teaching, then we don't meditate with the, we don't contemplate teaching, we just meditate. So this is very deep. We don't contemplate? Don't contemplate during time. Just during the meditation. Meditation. Time. Just meditate and slowly connect with what you use to really hear the teachings. You know, very deep goes. Contemplates before. Contemplate. Contemplate. Yes. It's a before, you know, try to understand it, learn teaching, you know, then you try to observe or try to understand. But meditation, we don't do this. We just meditate. So when it's very clear, then the meaning of the teachings get very precise. So teaching, all teachings are actually original and orientation, how to be enlightened, how to you reach enlightenment. So if you could do meditate, you're really able to meditate, due to the quality of the meditation, then really you apply the teachings. So this makes course of the direction of the enlightenment. Es geht also um die Bedeutung von Meditation. Auf Tibetisch wird gesagt Shine. Shine ist der Ausdruck für Meditation. Und das bedeutet, in Frieden zu verweilen oder in Ruhe zu verweilen. Shiva heißt Frieden und Ne oder Nepa heißt verweilen. Was bedeutet das jetzt?
Wir haben normalerweise sehr, sehr viele Informationen in unserem Geist. Und aufgrund dessen verlieren wir die Sicht auf unsere tiefen Qualitäten, unsere eigentlichen Qualitäten des Geistes. So viele Ideen und Informationen führen dazu, dass unser Geist von ihnen abgelenkt wird. Und man kann sagen, dass unsere ursprüngliche Natur von all diesen Ideen, Informationen, von all diesem Wissen wie bedeckt ist. Und unser Geist geht also überall hin und folgt diesen. Und es ist uns nicht möglich, zu unseren ursprünglichen Qualitäten zurückzukehren. Wenn wir jetzt sagen, dass Friede im Geist kommt oder dass der Geist friedlich ist oder in Frieden verweilt, bedeutet das, dass er eben nicht von all diesen Ideen oder Vorstellungen abgelenkt wird. Und hierbei meine ich gar nicht nur schlechte Ideen, sind schlechte oder gute, alle Arten von Ideen oder Informationen. Wir sind ja ständig und auch sofort beeinflusst von unseren Gedanken. Und es gibt so viele Dinge in der Welt, beides, positive und negative Dinge. Und deswegen kann unser Geist keinen Frieden erfahren, deswegen hat unser Geist keinen Raum. Deswegen wird als erstes der Wert darauf gelegt, dass unser Geist nicht von all diesen Ideen hin und her gezogen oder abgelenkt wird, damit er zu einem Zustand von Frieden finden kann. Das ist vergleichbar mit dem Wind. Wenn der Wind weht, dann wühlt er alle Blätter auf, die überall rumliegen. Und hier können wir sozusagen sagen, dass wir dem Wind eben nicht folgen, also dass unser Geist nicht aufgewühlt wird von all dem, was darin erscheint. Und Näpa oder verweilen würde jetzt bedeuten oder bedeutet, dass wir nicht nur einen einzigen Moment lang diesen Frieden erfahren, sondern dass wir längere Zeit darin verweilen können. Und wenn wir diese Gewohnheit aufbauen, sind wir sogar in der Lage, die ganze Zeit in diesem Frieden zu verweilen. Was geschieht dabei? Der Geist ist also friedlich, das heißt, diese Ruhe oder dieser Frieden wird nicht unterbrochen von den verschiedenen Bewegungen des Geistes, wie zum Beispiel Gedanken. Und dann sind wir in der Lage, auf eine sehr tiefgründige Weise unsere eigene Natur zu entdecken oder zu erfahren. Oder zu sehen. Zu sehen, hat er gesagt. Und manchmal ist es so, dass wir unsere innere Natur schon wahrnehmen oder fühlen, aber wir werden sofort wieder durch all die Ideen und Vorstellungen in unserem Geist davon abgelenkt. Wenn wir wirklich unsere klare Natur sehen, unsere tiefe Natur sehen oder erkennen, dann entsteht Klarheit in unserem Geist. Und dann können wir immer mehr Wissen über unseren Geist entwickeln. Und wir sehen immer mehr, in welchem Geisteszustand wir uns befinden. Entsprechend der buddhistischen Belehrung bekommen wir Wissen über unseren Geist erst einmal, indem wir Belehrungen zuhören. Das heißt, indem wir den Dharma lernen. Und wenn wir dann Meditation ausführen, versuchen wir aber nicht darüber zu kontemplieren, sondern wir meditieren einfach. Und so können wir durch unsere eigene Erfahrung uns nach und nach mit dem verbinden, was wir in den Belehrungen gehört haben. Dann gibt es natürlich auch noch die Etappe der Kontemplation über Belehrung oder Unterweisung, aber das ist vor der Meditation. Während der Meditation tun wir das nicht, sondern wir versuchen einfach nur, unseren Geist zu beobachten. Und vor der Meditation versuchen wir, den Dharma zu lernen und zu verstehen und so weiter. Aber in der Meditation kontemplieren wir nicht. Unser Geist wird durch die Meditation klarer und das bedeutet auch, dass die Bedeutung der Belehrung uns deutlicher wird. Es geht ja in den Belehrungen immer darum, wie wir die Erleuchtung erlangen können. Das ist also die Ausrichtung aller buddhistischer Belehrungen. Wenn wir nun in der Lage sind, Meditation auszuführen, dann werden wir aufgrund der Qualität unserer Meditation immer mehr in die Lage versetzt, wirklich die Belehrungen anzuwenden. Und dieses wird dann zur Ursache dafür, dass wir in die Richtung der Erleuchtung gehen können.
phase de la méditation, en fait, n'est pas une réflexion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mener pendant la phase de méditation une réflexion, mais simplement de méditer. Et c'est en faisant cela que nous allons pouvoir progressivement nous relier avec le sens des enseignements que nous aurons entendus auparavant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de comprendre le sens des enseignements peut-être étudiés ou entendus au préalable, mais simplement de méditer. Et en méditant, un des effets secondaires de la méditation est que l'esprit va devenir très clair et donc naturellement, le sens des enseignements va s'éclairer dans l'esprit, va devenir beaucoup plus précis dans l'esprit. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y aura une orientation qui sera prise, qui est l'orientation originelle nous menant à l'éveil. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'orientation de l'enseignement est alors adoptée. Et donc, grâce à la qualité de la méditation, donc notamment ici la méditation de Shiné ou de la quiétude mentale, nous devenons à même d'appliquer l'enseignement. Et ceci est une cause, en fait, pour emprunter la direction vers l'éveil. So, I give one example. Like, we are talking about the contents of the Buddhism, you know. So, meditation, practice of Buddhism. And the main goal is free of the suffering. Then, like a kind of definite free of the suffering, definite free of the suffering is like enlightenment, as like example of Buddha. So now liberation, yes. So now example is we are normal person. We are studying Dharma, and then we receive a instruction of the Buddha nature, and also instruction how to you remain with the Buddha nature. You know, like this. So, if you try to remain with the Buddha, like a very instance with the Buddha nature, what will happen is more than a few seconds you can remain according with the instruction. Then immediately your mind is drawn by the other ideas, you know. And then you recognize, again you try, but immediately. So if you don't like kind of prepare something exercise or training, then you never able to remain with the Buddha nature. For example, very simple way. You have to go to shopping, and you have to shopping, and then before the shopping, you try to remain with the Buddha nature. Maybe a few seconds you can remain, but without the knowing, then all your idea is following the shopping, you know, how to buy, where I should go, how I should choose. These kind of ideas kind of instantly comes. So this is not positive, not negative, just like this. So generally, most time is our ideas are, it's also linked with this, but it depends of your situation. So all the instantly following engagement function, then actually original yourself is always, cannot remain. So when you cannot remain, then difficult to grow your quality, you know. For example, if there is one soil, you put one seed, then always you touch and move the earth, never grow, you know. So you have to remain, conditions are applied, then plants slowly grow. So similar, you receive teachings, you understood a little bit, then if you could meditate, you understand it better, then understand mind is more get clear, then you can make it different than what you thought or what the teaching is saying. Receive the teaching, you could meditate, understand better. Then you make different what you thought and what really meaning, you understand a little bit different, and then you understand more clear of the. So when you understood clear, all the distortions of the life is a change, you know, all the judgment, duality, you know, all the kind of concept of the is kind of like a normal. So your understanding teaching, so then it's different. So in order to do this,
need to be mind able to remain clarity. And in order to remain clarity, that, then we try to do meditate. Meditation makes the mind can get clear, and then with this clarity, understand the teachings are very clear. So then you under, you know how to be yourself, you know. Im Zusammenhang mit den buddhistischen Belehrungen oder mit der Praxis des Buddhismus oder der Meditation geht es ja immer um eins. Es geht darum, dass wir frei von Leid werden. Wie definieren wir nun diesen Zustand frei von Leid? Wir sagen, er heißt Erleuchtung oder Befreiung. Das Beispiel dafür ist Buddha selbst, der befreit wurde oder der erleuchtet wurde. Und wir sind ja jetzt erstmal ganz normale Leute. Wir studieren den Dharma, wir erhalten Anweisungen oder Erklärungen über die Buddha-Natur und wie man in dieser Buddha-Natur verweilen kann. Wenn wir jetzt versuchen, in unserer Buddha-Natur zu verweilen, dann geht das vielleicht einige Sekunden lang, dass wir mit den Anweisungen verweilen können, wie wir unsere Buddha-Natur erfahren. Aber dann wird unser Geist sofort abgelenkt von anderen Ideen. Dann versuchen wir es wieder und nach wenigen Sekunden sind wir wieder abgelenkt. Und das bedeutet ja, dass wir während unseres Trainings oder während des Übens niemals wirklich in der Buddha-Natur verweilen können. Das ist vergleichbar mit der Situation, wo wir einkaufen gehen. Wenn wir einkaufen gehen und wollen dann versuchen, in unserer Buddha-Natur zu verweilen, dann schaffen wir das auch höchstens ein paar Sekunden. Und dann kommt sofort wieder, was wir jetzt eigentlich hier wollen, was wir einkaufen wollen und in welche Geschäfte wir gehen wollen und was wir da aussuchen und so weiter. Ohne dass wir etwas tun, kommen Entschuldigung, alle diese Gedanken wieder in unseren Geist. Und das ist weder etwas Positives oder noch etwas Negatives. Es ist einfach so. So funktionieren wir. Und so haben wir also, je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, immer sofort Ideen bezüglich unserer Situation. Und deswegen ist es uns nicht möglich, in unserer Buddha-Natur zu verweilen. Wenn wir aber jetzt nicht verweilen können, wenn wir nicht gelernt haben, in unserem Geist zu verweilen, dann ist es auch sehr schwierig, dass unsere Qualitäten anwachsen. Das heißt, dass die Qualität deutlich wird und dass wir fähig werden, darin zu verweilen. Es ist wie ein fruchtbarer Boden. Wir haben einen fruchtbaren Boden und bringen dort Saat aus. Aber wenn wir dann diese Saat immer wieder bewegen und sie niemals in Ruhe keimen lassen, dann werden wir nie irgendwelche Pflanzen daraus bekommen. Nur wenn wir die Saat in die Erde legen und dann all die guten Dinge anwenden, die dazu führen, dass Pflanzen wachsen, werden wir auch langsam ein Pflanzenwachstum haben. Genauso ist es mit unserem Geist. Erstmal ist es so, dass wir Belehrungen bekommen, wir versuchen diese zu verstehen, dann meditieren wir und wir versuchen eben dann durch die Meditation noch besser zu verstehen, was in den Belehrungen gesagt wurde. Und nur wenn wir meditieren, wird unser Geist langsam auch klarer. Und dann können wir erst erkennen, was unsere Gedanken wirklich oder wie viele Gedanken wir eigentlich wirklich haben. Und durch diesen klareren Geist können wir dann auch langsam die Bedeutung der Belehrungen verstehen. Unser Verständnis wird klarer und dann wird sich auch in unserem Leben etwas verändern. Wir werden nämlich anders denken, wir werden Dinge anders beurteilen, wir werden nicht mehr so viele Konzepte oder dualistische Einstellungen haben oder Sichtweisen haben. Und all das, was uns sonst im Leben abgelenkt hat, wird uns nicht mehr so sehr ablenken. Und jetzt sind wir erstmal ganz normal, wir sind so, wie wir sind. Aber wenn wir eben die Belehrung wirklich tiefgründig verstanden haben, dann wird sich unser Leben auch verändern. Und dafür ist es aber notwendig, dass unser Geist in Klarheit verweilen kann.
Wenn wir jetzt versuchen zu meditieren, dann wird es dazu führen, dass unser Geist immer mehr Klarheit entwickelt. Und durch diese Klarheit werden wir dann auch die Belehrung klarer verstehen. Und dann können wir einfach immer mehr wirklich wir selbst sein. Les perturbations qu'on va rencontrer dans la vie vont changer. Un changement va s'opérer au niveau de notre façon de juger les choses, au niveau de la dualité qui peut, de la dualité qui est en présence. Et ce qui fait que la compréhension de l'enseignement va aussi s'avérer différente. Mais pour cela, donc pour que l'esprit soit à même de demeurer dans cette dimension de clarté, bien, il s'agit de méditer. C'est la méditation qui permet à l'esprit de clarifier l'esprit, que l'esprit demeure dans une certaine clarté. Et cette clarté, eh bien, fait que l'enseignement qui a été reçu et écouté au préalable s'éclaire également. Et nous savons alors comment être. Nous savons alors comment être nous-mêmes en lien donc avec cette direction de l'éveil. So now the question is how do I make meditate, you know, for example, how do I try to remain with my essential Buddha, my quality, Buddha nature, according with the instructions. So I don't understand very well, but how to do. So in order to understand, you have to know how to activate. So how to do. To understand, you need to activate. Like a habit, and you have to develop yourself, you know. So how to do. For this, you have to remain, care by the mindfulness and awareness, you know. Like mindfulness, you mean Dhyanpa? Dhyanpa and Shijing. Care by the Dhyanpa Shijing. Your mind, care by the Dhyanpa Shijing, you know, Zhong means care. Yeah, like Zhonghua. Zhonghua, yes. Like baby care, you know. So this term using. So what that means, Dhyanpa means like you are remain with the instructions, according with the instructions. And remain here, you mean remember? Yes, remain with the instruction of the meditation. Meditation means like a meaning, you know. Remain with this. You remain with the meaning. Meaning, and the shaging means not let go wrong or go away, because when you are focusing with yourself, then arise the thoughts. If you don't have the mindfulness, first step we never realize how arise the thoughts, you know. For example, we talk about just before the going to shopping, if you try to buy some food, for example, vegetables or rice or grains. So just before going to the shopping, if you do the meditate, you're focused with the instruction, but instantly your idea of the shopping will come in mind. So during this work, without knowing, you are already following the ideas, you know. So, Xiejing means what you focus your mind, and how went out, you know, following the things, and don't let following the things. So try to remain with the meditate, you know. This is Dhyanpa means you are conscious. Xiejing means how consciousness following the ideas and don't let go and keep remain. You know? Is it when you say actually that the mind should not engage in the thought? Is it? Yeah. Is it the meaning in Tibetan when they say sem juk? Yes, juk. Yes. It's like you juk don't means like draw. Draw. Yes. Okay. Okay. Juk means like following, yes, entrance. Yes. Yes.
La question. Wie meditieren wir jetzt also? Wie können wir es erreichen, dass wir in der Essenz unserer Qualitäten verweilen können, in unserer Buddha-Natur, und zwar entsprechend den Anweisungen, die wir bekommen haben? Wenn wir jetzt sagen, gut, am Anfang verstehe ich das nicht, also was kann ich tun? Um ein Verständnis zu entwickeln, ist es notwendig, dass wir wissen, wie wir uns selbst entwickeln können. Das heißt, wie wir unsere Gewohnheiten verändern können und uns sozusagen in Gang setzen können. Dafür ist es notwendig, dass wir uns um uns selbst kümmern. Und zwar mit den zwei Qualitäten, Drempa und Sheshin. Diese beiden Qualitäten helfen uns dabei, uns um uns selbst oder den eigenen Geist zu kümmern. Also durch Gewahrsein und Bewusstheit kümmern wir uns um uns selbst. Und Zhonghua auf Tibetisch ist dieser Ausdruck, der sich Sorgen um bedeutet oder Fürsorge, so wie man sich um ein Baby kümmert. Und Drempa bedeutet nun, wie wir uns erinnern an die Anweisung, die wir in der Meditation bekommen haben. Es ist also diese Erinnerungsfähigkeit oder eben das Gewahrsein, das wir beibehalten, indem wir uns nicht nur an die Meditationsanweisungen erinnern, sondern auch an den Sinn der Meditation, worum es eigentlich geht. Und Sheshin bedeutet, dass wir nicht abgelenkt werden, dass wir also bewusst sind über unseren Zustand. Dass wir, wenn wir uns konzentrieren, dass wir merken, wie Gedanken auftauchen. Ohne Gewahrsein ist es nicht möglich, zu erkennen, wie Gedanken auftauchen. Es ist vergleichbar damit, wenn wir eben einkaufen gehen und Essen kaufen wollen, sei es nun Gemüse oder Reis oder irgendwelche Körner, und meditieren. Dann können wir uns auf die Meditationsanweisungen konzentrieren, aber indem wir sofort, wenn wir in das Geschäft reingehen, spätestens dann oder möglicherweise auch schon vorher, sind wir sofort abgelenkt, und zwar ohne uns dessen bewusst zu werden. Und wir folgen sofort unseren Vorstellungen, was wir kaufen wollen und wo und wie und so weiter. Und Sheshin bedeutet nun, dass, wenn wir uns auf unseren Geist konzentrieren, dass wir mitbekommen, wie wir abgelenkt sind. Also wir sind bewusst darüber. Wir sind bewusst und können uns dann entscheiden, dem nicht zu folgen, sondern in der Meditation zu verweilen. Und Drempa bedeutet diese Achtsamkeit, und Sheshin ist, dass wir bewusst darüber sind, wenn wir unseren Gedanken folgen und uns eben dann nicht gehen lassen, sondern mit der Meditation verweilen. Und ein anderer Ausdruck, der auch benutzt wird im Tibetischen, ist Samjuk. Sam ist der Geist, und Juk bedeutet zu folgen oder hineingezogen zu werden. Und das sind also diese Qualitäten, die uns dabei helfen, die Meditation zu entwickeln. Drempa und Sheshin, Gewahrsein und Achtsamkeit. Gewahrsein und Achtsamkeit oder Bewusstheit. Vivre ou s'engager à la suite donc de ses pensées. Donc, Sheshin, la lucidité, signifie que nous savons ce sur quoi l'esprit est concentré. Et que nous repérons, nous identifions dès que l'esprit s'éloigne de cela, dévie de ce point de concentration. Et donc, une fois ceci repéré, nous ne nous engageons pas, nous ne laissons pas l'esprit suivre ses pensées. Il y a donc Drempa, la vigilance, le fait d'être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Et ensuite, il y a cet aspect de la lucidité qui est de ne pas laisser l'esprit suivre les pensées qui s'élèvent, d'identifier lorsque des pensées s'élèvent et de ne pas laisser l'esprit s'engager à leur suite. So now, I understood you have to take care by the mindfulness, awareness,
but it's still difficult to, you know, can remain, you know. So now, in order to remain, you try to use one the support, you know, support. So if you use one support, then you can apply the mindfulness, the awareness, you know. So support, then either you, any kind of, either one object, one imagination, or one to the breathe, whatever you which convenient with yourself, try to remain with the support, and the mind is remain with the support. Your mind is aware of this, then when your mind is following the other things, immediately come back. So this makes a habit of the able to remain yourself through this, then slowly you could connect with your own Buddha nature, you know. Wir haben also verstanden, wie wir uns um uns selbst oder unseren Geist kümmern. The Kunji Namche. Yes, but the basic. I mean, in order to reach the liberation, yes, you have to know the Buddha nature, you know. Yes. Then there's a lot of processes, and this according with the teachings, that's why I say teachings, makes then you can see where you are. If you don't have teaching, then you are blind, you know. But there is a lot of process of the consciousness, and then you can see all the, you know, like a process. And then when you know the teaching, then you could connect with your Buddha nature. Buddha nature, you say, is it to reach liberation? Nyangin le depe, or is it to reach Buddhahood, like both, enlightenment? Just process all the, you cannot reach immediately. Yes. Long time process. Yes. So in order to go long time process, first you can remain with your own nature. Otherwise, cannot go. You know. Wir haben also jetzt verstanden, wie wir uns dank dieser beiden Qualitäten um unseren Geist kümmern können. Also Achtsamkeit oder Gewahrsein und Bewusstheit. Und dennoch ist es schwierig für uns, in unserer eigenen Natur zu verweilen. Und deswegen brauchen wir eine Stütze. Wir können eine Stütze für unsere Meditation anwenden, die daraus besteht, dass wir uns auf ein Objekt konzentrieren, dass wir uns etwas vorstellen, dass wir uns auf unseren Atem konzentrieren oder anderes, je nachdem, was uns angenehm ist. Und wir versuchen also, mit unserem Geist bei dieser Stütze der Meditation zu verweilen und uns nicht ablenken zu lassen. Wir sind also mit unserem Geist bewusst, dass wir ihn auf dieser Stütze ruhen lassen, und wenn wir dann abgelenkt werden durch andere Dinge, kommen wir einfach zurück. Und so werden wir in die Lage versetzt, dass wir immer mehr fähig sind zu verweilen und können uns dann nach und nach auf diese Weise mit unserer Buddha-Natur verbinden. Um die Befreiung zu erlangen, ist es wichtig, dass wir unsere Buddha-Natur kennen. Und dies ist aber ein langer Prozess, das heißt, es sind verschiedene geistige Prozesse. Und aufgrund der Belehrung sind wir in der Lage zu sehen, wo wir gerade stehen. Wenn wir keine Belehrungen darüber haben, dann sind wir blind und wissen nicht, was in unserem Geist vor sich geht. Es sind ja Prozesse unseres Bewusstseins. Und diese Prozesse können wir erkennen, wenn wir Belehrungen bekommen haben. Und dann wird es uns auch möglich sein, uns mit unserer Buddha-Natur zu verbinden. Dieses Verbinden wird nicht sofort stattfinden, sondern es ist ein Prozess über eine sehr lange Zeit. Wir müssen als erstes dafür lernen, in unserer eigenen Natur zu verweilen. Denn sonst können wir nicht auf die Erleuchtung zugehen oder auf die Befreiung zugehen. Pour
pour cela, il faut se relier à cette nature, en fait, innée de l'esprit. Alors, lorsque l'on dit se relier à la nature de Bouddha, il est évident que pour bien comprendre tout cela, il y a tout un ensemble, en fait, d'enseignements, il y a tout un ensemble de processus à comprendre, que sont les différents niveaux de conscience, etc. Et qu'ensuite, sur la base de ces enseignements-là, dans la pratique, nous allons alors voir dans quel type de processus nous nous trouvons et ce qui nous permettra, on va dire, à la fin, ce qui nous permettra à terme de pouvoir demeurer dans notre propre nature de Bouddha. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un processus sur du long terme. Parce que atteindre la libération nous demande ou requiert que l'on puisse demeurer de manière ininterrompue dans cette nature-là. So, when you use the one support, then you apply the awareness and mindfulness. Then it's a matter of the habit, how long you can stay, you know. So therefore, training meditation is important. Train through the support. Then you try to develop habit. And then when you have a little bit meditation, then you stay a little bit longer, you know, longer. So when you do this, then you can see all the teachings what emphasize your feeling, like just before your question, is a kunshin namshe, you know. So when you remain, then you're understanding which kind of consciousness, which kind of conscious I'm connecting right now, and then have to go more. You know, these things are slowly, you will understand. If you don't have the proper guideline of the teaching, then again, just you're caught by the method, you know, just like blocked by the method. There's not so much to, you know, improvement of the process of the meditation. So, like, there is a all the teachings there, then mind is get a lot of space of the habit of the influence by the general tendencies, makes mind is more kind of calm, centralized. Through this, then you can see the experience of the all the your quality according to the what teaching is saying. Then slowly you can understand. So this you will not block by your own concept and recognize of yourself and through go more and more deeper. Wir nutzen also diese Stütze in unserer Meditation und wenden dann, während wir meditieren, die beiden Qualitäten von Gewahrsein und Bewusstsein an. Und dann ist es eine Frage der Gewohnheit, wie lange wir meditieren können oder in diesem Meditationszustand verweilen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein wirkliches Meditationstraining machen. Das heißt, dass wir uns daran gewöhnen, länger zu verweilen. Dadurch, dass wir die Meditationsstütze benutzen, entwickeln wir eine Gewohnheit und dann wird es von selbst möglich sein, dass wir länger verweilen können, ohne abgelenkt zu sein. Und wir sehen dann auch dadurch, dass wir eben praktizieren, was in den Belehrungen gesagt wurde, das erkennen wir dann selbst durch unsere eigene Erfahrung. Und Rinpoche kommt auf die Frage zurück, die Audrey zuvor gestellt hat, dass wir eben dann wissen, in welchem Zustand des Bewusstseins wir uns befinden. Sie hatte gefragt, ob man sich wirklich dann im Zustand der Buddha-Natur befindet oder ob es ein anderer Zustand ist. Sie sprach vom Künche Namche. Und hier sagt er, es ist so, dass wir einfach durch unsere Bewusstheit verstehen, womit wir gerade verbunden sind und dann langsam weitergehen können.
Und wenn wir eben nicht die rechten Anweisungen haben durch die Belehrung, dann werden wir wieder durch die Methoden blockiert. Das heißt, der Prozess der Meditation kann sich nicht verbessern. Wir können uns nicht entwickeln, weil wir bei der Methode stehen bleiben. Und deswegen gibt es ja all diese Belehrungen. Und da wird auch erklärt, wie eben der Geist Raum bekommt von diesem ständigen Einfluss der üblichen Neigungen, die normalerweise stattfinden. Es ist ja so, dass unser Geist ständig beeinflusst ist von unseren eigenen Tendenzen. Und da wird eben dann erklärt, wie wir dazu kommen können, dass unser Geist zentrierter ist, dass er ruhiger ist und dass wir dann unsere eigenen Qualitäten entdecken und diese eben entsprechend der Belehrungen, also diese verschiedenen Erklärungen, die Qualitäten, die wir eben dann nach und nach entdecken. Und das sind eben Qualitäten unseres Geistes. Und nach verstehen wir dann auch, mit welchen dieser Qualitäten wir dann eben verbunden sind. Und wir werden eben nicht blockiert durch unsere eigenen Konzepte, sondern erkennen selbst, in welchem Zustand wir uns gerade befinden und können dann auch tiefer gehen mit unserer Meditation. Wir können unsere Meditation dann also weiterentwickeln oder tiefer entwickeln, dadurch, dass wir eben verstanden haben, wo wir uns gerade befinden auf dem Weg. Et c'est ce qui va permettre l'expérience de nos qualités, de notre qualité innée, en fonction donc de ce que l'enseignement explique. Donc, ceci permet que la compréhension de l'enseignement s'accroisse, d'une part, et surtout sans être bloqué ou entravé par nos propres concepts duels sur la question. Donc, il y a une reconnaissance de ces concepts-là qui opèrent, et qui fait que nous pouvons atteindre ou aller de plus en plus profondément dans l'esprit. So, when you talk about this, sometimes people say, oh, I want to meditate, I don't want to study so much. Is it like, for example, fire scandals are too boring, you know? Boring because too much detail, boring, and don't like so much, you know? You can say it this way, but when you go with a really technical way, if you don't see the detail means looks like very boring detail. When you really yourself get the experience, you are lost, you know. You don't know what it means. So if you have detail, each perception of the due to the meditation, each kind of feeling of the perceived things, then always an answer come from the your studying, you know. You are rich, you are feeling this and that, then you understanding. Then your path is not a mistake. And then doing the meditation itself makes improvement of your knowledge, you know, your knowledge, talking about the knowledge of the teaching of Buddha, you know. Wenn so etwas dann erklärt wird, dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich möchte aber das nicht alles studieren, den Dharma, ich möchte nicht so viel Belehrung bekommen, ich möchte einfach nur meditieren. Und Rinpoche sagt aber, wenn wir nicht studieren, zum Beispiel über die fünf Skandhas, was für manche Leute langweilig erscheinen mag, weil da zu viele Details gegeben werden, dann sind wir verloren. Denn man kann es auf technische Weise so sagen, dass wenn wir nicht die Details sehen, eben genau die Details, die uns zuvor gelangweilt haben, wie bei den Belehrungen über die fünf Skandhas, dann können wir, wenn wir selbst eine Erfahrung bekommen, diese nicht einordnen. Und dann sind wir verloren, weil wir nicht wissen, was die Bedeutung ist dessen, was wir gerade erleben in unserer Meditation. Haben wir jedoch all diese Details, dann können wir dank der Meditation, die wir dann ausführen, wirklich alles ganz genau wahrnehmen. Und die Antwort auf unsere inneren Fragen, was wir denn da jetzt gerade erleben in der Meditation, die kommt dann eben daher, dass wir zuvor studiert haben und dass wir dieses Wissen haben. Wir können dann ein wahres Verständnis entwickeln und vermeiden auch, dass unser Weg in eine falsche Richtung geht oder wir Fehler machen auf unserem Weg. Und deswegen ist Meditation dann dafür da und oder hilft Meditation dabei,
dass wir unser Wissen der Belehrungen Buddhas verbessern können oder erweitern können. Also die Meditation unterstützt also das, was wir zuvor schon gelernt haben, und wir können dann aus uns selbst heraus dieses Wissen der Lehren Buddhas erfahren. Grâce à la méditation qui fait que notre connaissance de l'enseignement du bouddhisme va aussi progresser grâce à la méditation. So this time every Sunday we talk about I say not fall into the suffering. So it's like a suffering. Then we talk about the cause of the suffering is attachment, and then link with this emotions. Then the emotions rise because of different conditions. And then this develop cause and effect, interdependent. You know, we talk about this. So now in order to get more clear where you are, if you meditate, then when you habit of the clarity of the mind, you understand all that these processes are clear. So when you get understanding clear, you don't need to involve so much, you know. If you don't clear due to the desire, always we are grasping something, you know, always. When you say involve, you mean the mind doesn't have to follow, to engage? Yes, engage, you know. It has nothing to do with doing things or not. It's about how the mind is. Mind engage, but the way of engage is entertainment of the world, you know. For example, even we make one the shopping magazine. So when you read shopping magazine, you are subconsciously you are connected with this magazine. Then always you are feeling of need. In order to get this, then you are involved with find some kind of a facility. You know, this kind of constantly we are kind of fall into the samsaric conditions, you know. Wir haben jetzt ja jeden Sonntag verschiedene Themen besprochen. Zum Beispiel, wie wir es vermeiden können, in Leid zu verfallen oder in Unglück zu verfallen, und auch, was die Ursache für Leid ist, nämlich Anhaftung oder Festhalten, und damit verbunden auch die verschiedenen Emotionen, die sich in uns erheben aufgrund verschiedener Umstände, in denen wir uns befinden. Und dann, das führt dann dazu, dass wir Ursache und Wirkung erleben, also Karma. Und gleichzeitig wurde auch etwas über das abhängige Entstehen gesprochen. Nun ist es uns möglich, dass wir durch die Praxis von Meditation verstehen, wo wir selbst gerade sind. Wenn wir diese Klarheit, die wir durch die Meditation bekommen, entwickeln, wenn wir also eine Gewohnheit entwickeln, unsere Klarheit zu trainieren, dann werden wir all diese Prozesse auch klar verstehen, also die Prozesse, von denen gerade gesprochen wurde. Und dann müssen wir uns auch nicht mehr so sehr darin verwickeln. Normalerweise verwickeln wir uns in Dinge, weil wir nicht klar sind. Und aufgrund unserer Anhaftung wollen wir nach etwas greifen und es festhalten. Und dann führt das dazu, dass unser Geist sofort engagiert ist in diese Richtung. Und das Beispiel, was Rinpoche gibt, aufgrund ihrer Frage, was das denn wirklich bedeutet, wenn der Geist sich engagiert oder wenn der Geist nach etwas greift, ist, wenn wir zum Beispiel einen Katalog haben mit sehr schönen Dingen darin, dann verbinden wir uns damit, wenn wir diesen Katalog durchblättern. Und unbewusst sind wir damit verbunden und haben dann immer das Gefühl, dass wir eigentlich irgendetwas brauchen. Und damit wir dieses, was wir meinen, was wir brauchen, bekommen, verwickeln wir uns in bestimmte Situationen oder engagieren wir uns in eine bestimmte Richtung, um dann das zu finden, was wir meinen, dass wir brauchen. Und das führt dazu, dass wir ständig immer wieder in die Bedingungen Samsaras zurückfallen.
entretenu tout le temps et même tout est fait pour que le désir soit exacerbé, soit titillé. Par exemple, si on prend un magazine, peu importe, un magazine lambda de consommation, nous allons voir que tout est fait dans ce magazine pour que notre désir soit inconsciemment titillé, et ce qui va provoquer qu'on va se dire « Ah oui, j'ai besoin de ça, effectivement, c'est quelque chose dont j'ai besoin et je vais vouloir me le procurer. » L'esprit s'engage donc à la suite de cela et se déroule ensuite tout le reste. Donc, c'est ainsi en fait que fonctionnent les conditions samsariques qui happent l'esprit constamment et qui fait qu'en fait nous reproduisons sans arrêt ces conditions du samsara. So this is the way to meditate. So now, if you know when you want to meditate, or the sense or the way? No, both way, meditation, okay. Sense, method, and the benefit of meditation. So now, if you want to do meditate, you go with the meditation session and then join with others. Then apply the method, improvement, and you know you can do this. But just without knowing this, just little bit like without so much knowing, you do something. But due to this, then always same, you know, no improvement. You can stay a little bit longer with the meditate, but there is not so much result of the kind of awakening, you know. Of course, there is a reduce stress a little bit, like relax, but then again come back, you know, like you should, you know. You prevent something, method, apply, again come back. So this endless, like we call circle samsara, you know, this remain with this. Das war also jetzt die Art und Weise, wie wir meditieren und auch die Bedeutung von Meditation und die Meditationsmethoden sowie ihr Nutzen. Wenn wir jetzt meditieren wollen, dann können wir das machen. Das heißt, wir machen eine Meditationssitzung, zum Beispiel mit anderen zusammen. Wir wenden die Methode an und können uns nach und nach verbessern. Aber wenn wir kein wirkliches Wissen über das haben, was wir tun, dann können wir das zwar ein bisschen ausführen, aber letztlich wird es immer dasselbe sein. Das heißt, wir werden uns nicht verbessern bezüglich unserer Meditation. Vielleicht können wir ein bisschen länger in Meditation verweilen, aber wir gehen nicht wirklich in die Richtung des Erwachens oder der Befreiung. Natürlich reduziert Meditation unseren Stress, wir sind ein bisschen entspannter, okay, das wird alles geschehen, aber der Stress kommt immer wieder zurück. Es ist wie gewohnt, man macht etwas, dann wendet man eine Methode an, um es zu verhindern und am Ende ist es wieder genauso wie vorher. Und das ist genau der Kreislauf von Samsara, das heißt der Daseinskreislauf. Das ist genau das, was geschieht, dass wir eben nicht wirklich vorankommen, sondern uns sozusagen im Kreis drehen. Pour ses droits, le fonctionnement ordinaire de l'esprit finalement revient encore et encore. C'est-à-dire que nous allons pratiquer la méditation pour essayer de prévenir quelque chose, donc on applique la méthode, mais finalement, comme la méthode elle est simplement appliquée pour la méthode, eh bien finalement le problème ou ce que l'on essaye de prévenir va finalement revenir encore et encore, et ceci en fait dans une forme de cercle ou de cycle infini. Et c'est ce qu'on appelle le samsara. So now I talk another topic. For example, when we do the Dhamma practice, I think this topic is very important. You know, like rebirth, you know, reincarnate or rebirth. Many people believe but don't understand the detail, you know. Many people difficult to believe, you know. Some people believe the understanding process, very detailed process. So according with this result of the practice, you know, achievement of the realization, you know, this is what I discovered, you know. When you don't really understand reborn,
And then engagement of practice not that important, you know. When you really understand the process of the rebirth and the reborn, then practices, the result of the practice is really important, you know, because talking about yourself continue, so very important. But now, intellectually, it's understandable or some are not, but it's very difficult. But as now, myself experience, if you really do the meditation, we talk about meditation very profound, deeply, then really you understand by yourself process of the reborn. So then means you are really, then you engage with whole teachings, like proper conduct, proper, you know, this kind of generosity, proper patience, you know, effort, these things are then really not that easy, but important to apply, you know. Jetzt möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen, sagt Rinpoche. Und zwar in der Dharma-Praxis gibt es ein Thema, was auch wichtig ist, und zwar die Wiedergeburt oder die Reinkarnation. Viele Leute glauben daran, dass es Wiedergeburt gibt. Manche glauben nicht daran, manche glauben ein bisschen daran, aber viele verstehen nicht wirklich die Details von dem Prozess der Wiedergeburt. Und diejenigen, die wirklich den Prozess ganz detailliert verstanden haben, für die ist es einfacher, in Richtung der Verwirklichung zu gehen, also Befreiung zu erlangen. Und Rinpoche sagt, dass er das selbst entdeckt hat, wenn man nämlich, also dass er selbst entdeckt hat, wenn man Wiedergeburt nicht wirklich versteht, dass man sich dann anders in der Praxis engagiert. Es ist so, dass die Praxis dann wichtig ist, aber nicht wirklich wichtig. Aber wenn man wirklich den Prozess von Reinkarnation versteht und dass er wirklich stattfindet und wie er stattfindet und so weiter, dann erscheint einem das Resultat der eigenen Praxis als etwas wirklich sehr Wichtiges. Denn man versteht, dass man selbst weiterleben wird in irgendeiner Form. Und so ist es auch sehr wichtig zu praktizieren. Intellektuell gesehen ist Wiedergeburt verständlich oder für manche auch nicht, aber insgesamt ist es etwas, was nicht wirklich ganz einfach ist zu durchdringen. Aber Rinpoche sagt, seine Erfahrung ist, wenn man wirklich tiefgründig meditiert, dann wird man selbst auch eher verstehen, worum es dabei geht bei diesem Prozess der Reinkarnation. Und dann wird man sich auch mit den gesamten Belehrungen Buddhas engagieren. Also auch mit den Aspekten von ethischem Verhalten, Freigebigkeit, Geduld, freudvoller Anstrengung oder Enthusiasmus und so weiter. Es ist nicht einfach, all diese Aspekte anzuwenden, aber es wird einem dann wirklich die Bedeutung gewahr. Und so erscheint es einem dann sehr wichtig, dass man eben auch all diese anderen Anteile oder diese anderen Aspekte des Dharma auch anwendet, zusätzlich zu der Meditation. L'importance de cela, l'importance de mettre en œuvre ces aspects-là en lien avec donc le but du chemin. So now, due to the meditation and also due to the instruction, for example, myself or similarity of all the important lamas, what we discover is all the beings, you know, we have we call mind, you know, mind. But then maybe everybody say each kind of language say mind. I'm still not sure it's really same thing or not, you know. But what Buddha says and what the important lamas when they research say
more or less saying mind is my ego, you know, talking about perception of the ego. Me, myself, then myself, perceiving, with the perceive, in order to perceive different, my feeling perceive and visual perceive, physical perceive, because physical visual perceives are linked with the, physical interdependent. But feeling is just like a kind of, without a form, feeling, So this feeling need to be, in order to function, need one tool, Tool means like body, or maybe different type of body. So, and in a body, there is different conditions, like brain, heart, these things. Then somehow some research and they find, talk about the body, then they think mind in the function by the like a visible structure, but that's not really exist. And then teaching of Buddha saying mind not exist because of the your concept, but this concept clear, but no more form, so difficult to point, research difficult to find. Now when you do the meditate, this you receive the instructions, due to the meditation, your own feeling match, then through this you can understanding, then see my consciousness, my mind, When you say own feeling match, what like do you mean by feeling? When you say something, I don't get exactly, but my mind is focusing, then I understanding my consciousness and my feeling, me, this. It's this word feeling for me that I don't know what you refer to by feeling. It match my feeling. Like it matches my feeling. Feeling me? Yes. It's my feeling, right? So it's more like the identification. Yes, identification. But identification also my feeling, Yes. Yes. Aufgrund der Meditationspraxis und der verschiedenen Anweisungen habe ich etwas entdeckt und auch andere wichtige Lamas haben das entdeckt, nämlich, dass alle fühlende Wesen einen Geist haben und dass aber jeder in seiner eigenen Sprache Geist sagt. Und bedeutet das wirklich in verschiedenen Sprachen dasselbe? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber Buddha hat gesagt und viele wichtige Lamas, die Untersuchungen angestellt haben, haben das auch gesagt und meine Erfahrung stimmt damit überein, dass unser Geist etwas ist, was mit uns selbst zusammenhängt. Das heißt, das ist unsere Wahrnehmung, das ist auf eine gewisse Weise unser Ego in dem Moment, wo wir sagen, ich bin da, ich fühle etwas, ich nehme etwas. Und dieses Ich also nimmt etwas wahr und diese Wahrnehmung, die wir dann aber haben, hängt von physischen Dingen auch ab. Es ist eine Vorstellung auch von etwas oder es ist eine Wahrnehmung, die davon abhängt, was wir gerade, wer wir gerade sind. Denn der Geist ist ja etwas, was keine Form hat. Geist ist etwas ohne Form und trotzdem ist unsere Wahrnehmung davon erstmal von uns selbst abhängig. Also, dass wir einen Körper haben, das ist praktisch das Werkzeug, mit dem wir überhaupt wahrnehmen können. Und dann gibt es im Körper natürlich auch wiederum verschiedene Anteile, wie zum Beispiel das Gehirn oder das Herz und so weiter. Und Leute,
die jetzt Untersuchungen angestellt haben, wie zum Beispiel Wissenschaftler, die verbinden die Funktionsweise des Geistes mit dieser körperlichen Struktur. Und ansonsten sagen sie, dass der Geist nicht wirklich existiert. Und tatsächlich ist der Geist etwas, was nicht unbedingt vom Körper abhängt. Der Geist ist Klarheit ohne Form. Und deswegen ist er schwierig in Untersuchungen oder wissenschaftlichen Untersuchungen zu finden. Der Geist ist einfach erstmal die Möglichkeit wahrzunehmen. Und wenn wir jetzt meditieren und Anweisungen für unsere Meditationspraxis bekommen, dann können wir aufgrund dieser Anweisungen schließlich in unserer Meditation das Gefühl haben, dass wir verstanden haben, was dieser Geist ist. Das heißt, was wir vorher gelernt haben, stimmt damit überein mit dem, was wir in dem Moment selber fühlen. Und wir verstehen dann eben, das ist jetzt mein Bewusstsein oder das ist mein Geist. Und Audrey hat dann nochmal nachgefragt, was meint er damit, mit diesem eigenen Gefühl von dem Geist? Und Rinpoche erklärt, also wenn mir jetzt jemand etwas sagt, dann verstehe ich das nicht. Aber wenn ich meinen eigenen Geist konzentriere oder fokussiere, dann kann ich durch meine eigene Wahrnehmung, mein eigenes Bewusstsein ein Verständnis entwickeln. Und das ist damit gemeint, dass man selbst ein Gefühl dafür hat oder dass das mit dem eigenen Gefühl übereinstimmt. Und das ist eben auch auf eine gewisse Weise die Identifizierung mit mir selbst, wenn ich sage, das ist mein Gefühl. Also identifizieren wir uns mit unserer Wahrnehmung und diese eigene persönliche Wahrnehmung stimmt dann überein mit dem, was in den Belehrungen oder von Buddha gesagt wurde. Reçus vont venir rencontrer ce que l'on va appeler ce ressenti ou ce que l'on va appeler cet esprit, c'est aussi en d'autres termes cette identification, c'est-à-dire ce je, ce soi qui est perception, c'est-à-dire processus de connaissance, et c'est ce qui va nous permettre et bien justement de voir, d'entrer en contact avec cette conscience et cet esprit en tant que tel. So, it's very difficult to say because it's you know, very difficult to understand, you know. This also, I think it's a past all the teachers. They always say, they say the conditions, but they say meditate. And due to the meditation, then individually really understand, you know. Before that, intellectually, it's very difficult. And you can think, but it's not real, you know. So, but anyway, actually, like ego, all the beings, you know, all the beings, life is a bone, and physical is old, or another obstacles, then die, because physical is impermanent, but mind still, the consciousness is still not finished, moving one life to another life, you know. Reborn, that's all, then when you refer what the Buddha is saying, basic kind of six realms, but we don't, that's why I'm always, myself are telling, six rounds, but we can see two, but not four, we don't see, you know. But human beings, animals, we can see. So what Buddha is saying is individual reborn in the six rounds, circle, according with your potential capacity, what you created, reborn, you know. Es ist wirklich ein Punkt, der sehr schwer zu erklären und auch sehr schwer zu verstehen ist.
All die vergangenen hohen Lehrer haben das auch so gesagt. Also man ist in einer bestimmten, in einem bestimmten Umstand, dann fängt man an zu meditieren und dann wird man individuell sein eigenes Verständnis entwickeln. Aber bevor man das dann eben auch durch die Meditation entwickelt, ist es wirklich sehr schwierig, das intellektuell zu erfassen. Man kann natürlich darüber nachdenken und das bis zu einem bestimmten Grad verstehen, aber ein wirkliches Verständnis ist wirklich extrem schwierig. Aber wie dem auch sei, es ist erstmal so, dass wir alle, also alle fühlenden Wesen, mit unserem Ego sozusagen geboren werden. Das heißt, wir werden geboren, wir sind lebendig. Wenn unser Körper dann alt wird oder wenn wir irgendein Hindernis haben, dann sterben wir. Und weil eben diese körperliche Struktur vergänglich ist, sterben wir, aber unser Geist oder unser Bewusstsein ist in dem Moment nicht zu Ende, sondern unser Bewusstsein oder unser Geist geht weiter und geht von einem Leben zum anderen. Und das ist eben das, was wir den Prozess der Wiedergeburt nennen oder der Reinkarnation. Entsprechend der Belehrung Buddhas gibt es 6 Möglichkeiten oder 6 Daseinsbereiche, in denen wir wiedergeboren werden können. Wir können selbst aber nur 2 davon sehen, nämlich die Menschen und die Tiere. Die 4 anderen können wir nicht sehen. Buddha hat aber gesagt, dass wir in den 6 Daseinsbereichen geboren werden und in einem dieser Bereiche eben, je nachdem, was unsere persönlichen Fähigkeiten sind oder was unser Potenzial ist. Und was wir also selbst erschaffen haben, führt dann dazu, dass wir in einem dieser Daseinsbereiche wiedergeboren werden. Und diese 6 Daseinsbereiche sind aber auch ein Kreislauf, in dem wir eben sozusagen immerwährend wiedergeboren werden, uns immer wieder reinkarnieren. Prendre naissance dans une forme ou l'autre d'existence. So, when you really understood this, then the care of our practice is really important, you know. And also due to this, you really kind of, we talk about the love, compassion, bodhicitta. These things are, when you understand more, then you get more compassion, more kindness to, important kindness to the others, more loving to the others. These things are kind of, comes more, how you say, more precise, more deeper. So when you have this, then your attitude, actions are, don't want to be negative, always want to be positive. Because like worry about yourself, due to the, your own idea, actions, creating negative cause, and you have to also, you have to face soon or maybe very later long, but negatives are, you have to face. Therefore, you know, you try to keep much as better. And due to this, also you can see others, human being or animal beings, you can see same thing. So therefore, and the compassion is more kind of tolerance and equal to all the beings, you know. Wenn wir das wirklich verstanden haben, dann kümmern wir uns noch mehr um unsere Praxis. Dann wird es wirklich sehr wichtig zu praktizieren. Aufgrund dessen werden auch die Qualitäten von Liebe, Mitgefühl, also unser Bodhicitta, was wir zuvor besprochen haben, stärker werden. Wir werden also mehr Mitgefühl mit anderen haben, ihnen mehr Güte gegenüber empfinden, mehr Liebe. Und diese werden auch eindeutiger und tiefgründiger sein. Aufgrund unserer Liebe, unseres Mitgefühls für andere, ich fange nochmal an, und gleichzeitig ist es so, dass unsere Einstellung und unsere Handlung auch wichtiger für uns werden, denn wir möchten ja nichts Negatives erleben im nächsten Leben, sondern positive Resultate haben. Und wir haben eine gewisse Besorgnis, dass unsere Vorstellungen oder Handlungen Negativität schaffen und wir deswegen auch schwierige Umstände erleben müssen. Entweder schon bald oder erst in langer Zeit. Aber es macht uns Sorge, dass dies geschehen könnte.
Und deswegen versuchen wir eben aufzupassen, wie wir denken, was wir handeln und so weiter. Und gleichzeitig entwickeln wir eben auch mehr Liebe und Mitgefühl für andere, weil wir sehen, dass auch alle anderen Menschen oder Tiere dieselben Bedingungen haben und dass es auch für sie gilt. Und so können wir mehr Mitgefühl entwickeln und können auch mehr Toleranz haben. Das heißt, für uns werden dann alle fühlenden Wesen gleich sein. Wir empfinden allen fühlenden Wesen gegenüber dann diese liebende Güte oder dieses Mitgefühl. Funktioniert plutôt de la même manière. Et donc, il y a une compassion qui est là de façon plus naturelle, il y a davantage de tolérance et quelque chose qui est aussi plus égal envers tous les êtres. So this is the my feeling cannot say you have to believe, you cannot push, you know. Some people believe, you know, believe, but not really detailed, not really understanding. So in order to understanding, also meditation is very important. It helps. If you really could do like meditate, then you understand by yourself, you know, this process. Because of the clarity, you get it. And when you, what you, some many people we just believe. I'm not saying it's wrong. It's also right, but detail is very difficult. So therefore, all the keeping that like all the conditions are quite difficult, like interdependent, karmic, you know, cause and effect. These things are not so easy to keep very proper. So when you really understand, it's much more easy to keep. So this gives much resolve, better resolve, you know, of the what we are applying the practice. So I just wanted to talk all these conditions, you know. Alors. Es ist jetzt nicht so, dass man das glauben muss und man kann auch niemanden dazu zwingen, daran zu glauben. Und es ist eher so, dass viele Leute schon daran glauben, aber nicht ein wirkliches Verständnis dieses Prozesses der Wiedergeburt haben, die Details nicht wirklich kennen. Und dafür ist eben Meditation eine große Hilfe. Wenn wir meditieren, dann werden wir selbst diesen Prozess verstehen. Denn aufgrund der Entwicklung unserer Klarheit werden wir dieses Verständnis entwickeln. Aufgrund der Klarheit verstehen wir es dann. Viele Leute haben einfach nur einen oberflächlichen Glauben an Wiedergeburt. Und das ist nicht verkehrt, auf keinen Fall. Das ist in Ordnung. Aber es ist auch sehr wichtig, dass man mehr detaillierte Informationen darüber hat, ein detaillierteres Verständnis. Denn dann ist es viel einfacher, auch die verschiedenen Bedingungen einzuhalten, die dazu führen, dass man eher Positives erleben wird. Denn wenn man nicht wirklich ein Verständnis hat, dann ist es sehr schwierig, wirklich darauf zu achten, welches Karma man schafft und welche Auswirkungen die eigenen Handlungen haben, ob die eigenen Handlungen korrekt sind, dass alles miteinander zusammenhängt und so weiter. Durch ein Verständnis wird es viel einfacher, die Bedingungen beizubehalten, die dazu führen, dass man positives Karma ansammelt. Und dann wird man natürlich auch ein besseres Resultat bekommen. Und die Praxis wird einfacher anzuwenden zu sein und die Resultate der Praxis werden besser sein. Und deswegen habe ich über all diese verschiedenen Bedingungen und Umstände gesprochen, weil es dann eben einfacher wird, auch sich daran zu halten. So now, today is the last day of the week and the Sunday teaching. So, I would say I'm enjoy to share with you and I feedback many people are very happy also. So I'm very happy also myself, people are happy, useful. And then it's also this good things. So July in the, I don't know what there are some programs yes, in Taipo. Yes, not Taipo on the yes, internet. Yes, on internet online. From Taipo. So we will see like Chenle Rinpoche or Kempocho Rinpoche and Lama Chanpa Thai. You know they are very very good teachers. So we do, and then we see depends on the disease because I'm not so.
confidence with the, what all, because this is quite heavy until the we find proper medicine, you know. So I think this will find anyway, because of thanks of the all the people who research medical things, they will find sooner or later. But until we find a medicine, I think we all have to be careful. So I will also myself careful, because it's very, very dangerous. If it still takes time, maybe we can do again or September, October, depends on our schedule. In case we cannot access everybody gathering in Thapo, then we will start again. People able to come gathering due to the medicine, due to the care of the system, then I think we will see what happening. But even not, now I understand that some people are really difficult to come because due to the health, due to the, engagement. So therefore, I think also I will do a future, after the summer, time to time, maybe internet. Yes, online. Online. Talk. I will talk. I will do in the Thapo, but at the same time, resume teachings also. I try to offer, because if there's a benefit for the people, then I'm willing to do. I'm happy to do this. So similar also we can do future. Not every week we can, because also it depends for my way of doing here. But time to time, resume of the teachings. Now, some I cannot do, like a transmission of the generosity practice. This Kamapa said should not do. So I'm also understanding this, so I cannot do. But regular teachings like now, and some important things, we could share each other. So in future also we can do. This not last, so still I'll try to do. Until this, I wish best for everybody. And then thank you for listening also. So this is my dogs, you know. Le ronflement, donc, c'est... Der Hund hat gerade wieder geschnarcht. Das ist also jetzt der letzte dieser Sonntagsunterweisung und Rinpoche war sehr glücklich, diese mit allen Leuten zu teilen. Und die Leute waren auch alle glücklich und deswegen ist Rinpoche auch glücklich und er fühlt wirklich, dass das sinnvoll ist, das zu tun. Im Juli wird es dann auch ein Programm geben, von Dagpo organisiert, also über YouTube, mit Kenpo Chödrak Rinpoche, Trinitulku Rinpoche, Lama Jampa Taye, die alle sehr gute Lehrer sind. Und es ist sehr gut, auch daran teilzunehmen, wenn ihr das könnt. Dann hängt es davon ab, wie sich das mit dieser Krankheit entwickelt. Rinpoche hat nicht so viel Vertrauen, dass das sehr schnell geht. Er sagt, dass das wirklich eine sehr schwere Krankheit ist. Und so lange, bis eine Medizin gefunden wurde, wird es nicht so einfach sein. Aber diese Medizin wird sicher gefunden werden. Viele Leute kümmern sich darum, danach zu suchen. Und es wird sicher eine Lösung geben. Aber bis dahin, sagt er, ist es wirklich gut, vorsichtig zu sein. Und wünscht euch allen auch, vorsichtig zu sein. Er selbst ist auch vorsichtig, weil er diese Krankheit als gefährlich einschätzt. Aber es wird auch im Herbst die Möglichkeit geben, sich zu sehen. Wenn es möglich ist, sich in Dagpo zu sehen, dann könnt ihr natürlich alle nach Dagpo kommen, im September, Oktober. Aber wenn das nicht möglich sein sollte, dann wird es auch wieder solche Online-Teachings geben. Und es hängt eben davon ab, ob wir uns treffen können oder nicht und auch von den allgemeinen Anweisungen des Gesundheitssystems, ob es möglich sein wird, sich zu treffen oder nicht. Und selbst wenn wir uns aber nicht treffen können, wird es online weitergehen. Und Rinpoche sagt, er hat sowieso verstanden, dass es auch sonst für viele Leute schwierig ist, nach Dagpo zu kommen, entweder aufgrund ihrer eigenen Gesundheit oder weil sie in anderen Dingen engagiert sind. Und es wird so sicherlich auch in Zukunft solche Online-Teachings geben.
Und er wird bestimmte Dinge, die er in Dagpo unterrichtet, selbst wenn Dagpo eben offen ist, zusammenfassen und auch solche Online-Teachings geben. Er sieht, dass das den Leuten nützt und deswegen möchte er das auch weiterführen. Es wird dann nicht jeden Sonntag sein. Das hängt natürlich dann auch davon ab, was hier sonst noch geschieht. Aber von Zeit zu Zeit wird es solche Online-Teachings mit Rinpoche geben. Karmapa hat ihm geraten, nicht die Übertragung von Chenrezig online zu geben. Er sagt, das geht nicht online. Und Rinpoche sagt, er versteht das und wird es deswegen auch nicht tun. Aber solche normalen Teachings wie jetzt, die werden weitergehen und er wird einige wichtige Informationen und Belehrungen auf diese Weise auch weiterhin in der Zukunft mit uns teilen. Und ja, er wünscht euch allen alles Gute. Er dankt euch, dass ihr zugehört habt und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, alles Gute für euch alle und bis bald dann. Qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, je serais très heureux de faire cela, de continuer cela dans le futur. Alors, ça ne sera pas chaque week-end, puisque ça va être en fonction aussi de mon emploi du temps, mais de temps à autre, de pouvoir fournir un peu de partager le dharma par ce moyen-là pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, bien sûr, je ne peux pas donner, en fait, on ne peut pas donner des transmissions ou des pratiques. Dans ce cadre-là, le Karmapa lui-même expliquait que, je comprends tout à fait, que la transmission doit prendre place de façon physique et pas simplement par Internet. Mais des petites sessions ainsi d'enseignement régulière, eh bien ceci nous pouvons le faire, et ce qui permet justement de partager avec ceux qui ne peuvent pas venir sur place. Donc, c'est le dernier dimanche, mais finalement, ce n'est pas le dernier. Et je vous souhaite le meilleur à tous et vous remercie donc d'avoir été présents. Sunam diye donce zibani donene be dana bancene cegana ce palandrupay sipe tolen dova dovaray şoy cemba bavay cita cemba nasundu zambo deyan deşin teda günce ceso daraçin gevande da tamçe radongo Sonje koso nye pe chenata, chenye menjo den pe chenata, genje meche den pe chenata, chidamo wa manan jo parayu. Okay, thank you.